Moin, moin und hallo. Heute zeige ich euch, wie man einen Body mit eingearbeiteter eingearbeiteter Büste und der ist im Schritt zu knöpfen, zu haken. Entschuldigt mich, ich bin da nicht so bewandert drin. Der Stoff ist Elastan und ein synthetischer Stoff. Das ist ein Sportbody. Und den waschen wir zusammen mit unserer Damen-Dessous-Wäsche, welche farbecht ist. So, jetzt haben wir unsere komplette Wäsche drin. Wie ihr seht, ist sie nicht ganz voll, sondern nur halb voll. Jetzt schließen wir das Bullauge, bis es einrastet, und kommen zum nächsten Punkt. Wir benutzen ein Color-Waschmittel, da unsere Wäsche heute farbige Wäsche ist. Wir schauen an die Seite des verpackten Pulvers und sehen dort, was wir haben. Eine Tabelle. Da steht weich, mittel und hart. Das nennt man dann die Härte des Wassers. Das könnt ihr bei euren Stadtwerken erfragen. Es gibt weiches Wasser, weiches Wasser und hartes Wasser. Bei uns ist es ein weiches Wasser. Dann sehen wir hier den Verschmutzungsgrad der Wäsche. Wenn ihr die Wäsche voll habt, die Wäschetrommel, dann solltet ihr euch bei ungefähr 100 Milliliter einpendeln. Das mache ich immer so. In unserem Fall haben wir ja wirklich durch diese Dessous-Wäsche nur höchstens eine halbe Trommel voll. Also werden wir auch nur 50 Milliliter an Waschmittel nehmen. Wir benutzen, da ist sogar noch was drin, wie ihr seht. Wir benutzen einen Messbecher dazu. Diesen Messbecher könnt ihr bei den Pulver-Waschmittel-Herstellern kostenlos euch anfordern. Und die schicken euch das dann zu. So, wie viel haben wir denn hier drin? Aber guck mal, das reicht schon. Wir haben jetzt 50 Milliliter gewählt. Holen diese 50 Milliliter raus. Und wir füllen die hier in unsere Spülkammer, die ist links auf der Seite immer angebracht, die müsst ihr rausziehen. Dann nehmt ihr euer Waschmittel, es sind 50 Milliliter in diesem Fall, und ihr packt es auf die linke Seite. Dazu ist noch zu sagen, es gibt ein Feld mit römischer 1, das ist die Vorwäsche. Dann in der Mitte, wo so eine Maximalabtrennung ist, da kommt immer der Weichspüler rein, und die römische 2 bedeutet, dass dort der Hauptwaschgang reinkommt. In unserem Fall ist es ein Pulver, wir verteilen es nochmal schön. Passt nur darauf auf, dass ihr kein Pulver in die Mitte packt und dass ihr auch keinen Weichspüler in die anderen Fächer packt. So, damit schließen wir das, und damit ist die Waschmittelanleitung vorbei. Achtet immer darauf, dass der Wasserhahn, der zu eurer Maschine das Wasser bringt, auf ist. Ergo nach links drehen, nicht nach rechts. Rechts ist zu, links ist auf. Denn wenn eure Maschine kein Wasser kriegt, kann sie auch nicht waschen. Achtet immer darauf, Wasser muss fließen können und anliegen. Kommen wir zum Weichspüler. Der Weichspüler ist dafür da, dass die Wäsche besonders zart ist nach dem Waschen und super duftend wird. So, wie viel nutzen wir davon? Wir schauen auf die linke Seite und sehen auch wieder eine Liste. Da sehen wir extra weich, sind anderthalb Becher. Traumhaft weich ist ein Becher. Becher ist zu sehen, oben der Deckel. Den holen wir uns runter, stellen ihn auf eine feste Oberfläche und schütten den Weichspüler herein. So, vorsichtig. Wir machen ihn also jetzt randvoll. Damit haben wir auch schon herausbekommen, wie viel wir nutzen. Wir öffnen auf der linken Seite der Waschmaschine wieder unser Reservoir und sehen, in der Mitte kommt der Weichspüler rein, und diesen werden wir jetzt da reinfüllen. Seid vorsichtig dabei, noch zu erklären, es sollte nichts in die anderen Kammern kommen. Weil wenn ihr die nämlich mischt, dann gibt es entweder in der Mitte, wenn da Pulver reinkommt, dann verklumpt das und könnt im schlimmsten Fall alles verdichten, dann habt ihr einen Schaden. Also passt auf, dass immer alles sauber und hygienisch bleibt und auch getrennt ist. So, wir kippen jetzt mal den Weichspüler da rein. Ab damit in die Mitte in einem Sturz.
Wenn ihr jetzt noch mehr hinzufügen möchtet, weil ihr es noch duftender haben wolltet, ist es kein Problem. Ihr solltet nur nicht über die Maximallinie kommen. Ansonsten ist alles safe. Ihr könnt da nicht zu viel reinschütten, außer ihr kommt über die Maximallinie. Ne? Also darauf müsst ihr achten. So, dann schließen wir das Reservoir und sind auch mit dem Bestücken der Maschine am Ende. Kommen wir zu den Maschineneinstellungen. Erstmal Maschine anmachen. So, wir haben ja nur eine halbe Maschine voll. Das heißt, in unserem Fall werden wir Mini 30 wählen, weil die Wäsche darf nicht zu heiß gewaschen werden. Wenn ihr die Maschine voll hättet, dann nehmt ihr Handwäsche 30 Grad. Das heißt, in dem Fall würdet ihr einfach weiter nach drüben gehen und dann könnt ihr auch eine volle Maschine wäschen. Achtet nur darauf, dann müsstet ihr auch die Anzahl des Pulvers erhöhen. So, in unserem Fall, die Maschine ist nur halb voll, machen wir Mini 30. Wir sehen jetzt, die Schleuderanzahl liegt bei 1200. Das ist uns zu viel. Wir drücken hier auf Schleudern und stellen die 600 Umdrehungen ein, weil wir halt zarte Dessous drin haben, zarte Slips, zarte Damenwäsche halt, okay? Also Mini 30, 600 Umdrehungen und dann reicht das auch schon. So, dann Start drücken und ab die Post. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!